Ich weiß gar nicht, wie man so ein YouTube-Video anfängt. Hallo, mein Name ist Eugen. Ihr kennt mich vielleicht hier vom Channel, vielleicht auch nicht. Ist auch egal. Was ihr hinter mir seht, ist auf jeden Fall so ein bisschen Baustelle. Und was ich heute eigentlich vorhab, ist einfach euch mitzunehmen auf eine kleine Aktion, die ich geplant und habe beziehungsweise gleich starten werde. Es ist nämlich so, ich bin Läufer, ich habe ganz, ganz viele wilde Aktionen, Events, Trips schon in meinem Leben gemacht, die aber immer, wenn überhaupt, dokumentiert über Instagram Stories, und habe jetzt gedacht, das ist der perfekte Zeitpunkt, um einfach mal auszuprobieren, das Ganze in einem YouTube-Video zusammenzufassen, was ich jetzt vorhabe, und euch einfach mitzunehmen. Deswegen kommt mit, und ich starte schon mal das Intro. Da, 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 da. So, kurz bevor es losgeht, einmal einen kurzen Check, ob alles dabei ist. Ich bin kein Fahrradfahrer, deswegen gibt es hier ein Single Speed mit zwanglos.studio, und das habe ich so ein bisschen bepackt mit Gepäck vorne für ein paar Snacks. Ganz wichtig natürlich eine Powerbank, hier irgendwie so eine komische Konstruktion für die GoPro, Handyhalterung fürs Navi und außerdem einen viel zu schweren Rucksack. Ich bin ganz schlecht im Packen, ich gebe es zu, und mal gucken, ob der meinen Rücken kaputt macht. Wir werden später herausfinden. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall auf den Weg, ziehe mich an und dann let's fucking go! Kommt mit! So, es geht los, aber davor kann man sich ja noch mal was zu essen gönnen. Hi, könnte ich einen Falafel bekommen auf die Hand? Super geil. Danke dir. Ciao, ciao. Jesus, 190 Kilometer. Ich habe Bock auf ein YouTube-Video, deswegen gibt es anschließend auf jeden Fall ein YouTube-Video. Also wird heute richtig viel gefilmt, aber per Story nehme ich euch trotzdem mit. Ich habe auf jeden Fall richtig schön, ich habe richtig Lust, Leute. Das ist übrigens eine richtig dumme Idee, die GoPro richtig weit vorne zu halten, weil dann habe ich meinen Helm irgendwie so. Aber gut, kann man nichts gegen machen. Was habe ich heute vor? Fahrradfahren. Und zwar ein bisschen länger. Ratet doch mal, wie viel und wohin. Kommt ihr eh nicht drauf, vielleicht schon. Und ja, ich nehme euch mit durch mein Leiden und durch alles, was ich in den nächsten paar Stunden erleben werde. Bisschen Sightseeing. Ich bin übrigens nicht mal raus aus Berlin. Hab schon Durst des Grauens. Sind nämlich 35 Grad. Joke, sind 30. Vielleicht sind es 25. Ist aber egal. Auf jeden Fall ist es heiß. Aus Berlin rauszukommen, ist der größte fucking Pain in the Ass, den es gibt. Wahnsinn. Ich krieg das noch nicht ganz hin mit, was ich in der Story zeige und was hier. Mal gucken, wie das Video wird. Ich habe echt kein gutes Gefühl. Aber lassen wir uns alle überraschen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Los geht's. Endlich raus aus Berlin, glaube ich. Und deswegen, ich bin immer noch richtig heiß, ich habe richtig Bock. Ihr hoffentlich jetzt auch. Und ich würde sagen, machen wir die Mucke an. Let's go! Alles klar, die GoPro lebt auch noch. Das ist
Die Katschen gehören dazu. Kilometer 20 übrigens. Mal gucken, ob ich im Hellen ankomme. Ich glaube nicht. Anstrengend hier gegen den Wind anzukämpfen. Naja, was will man machen? Ich glaube, das wird eine sehr lange Fahrt. Danke. Danke sehr. Jetzt ist nice. Schaut mal her. Richtig in the woods. Mega nice. Endlich mal. Jetzt kann man auch ein bisschen schneller fahren. Nämlich statt 23, 24 km/h. Das wird eine lange Fahrt. Jesus Christ. Ey, so viel mit Story machen beschäftigt mit dieser GoPro auf dem Kopf, dass ich mich verfahren habe. Junge, Junge, die Zeit kriege ich nicht wieder. Ich habe also Größenordnung, ich habe eine halbe Stunde wettgemacht, gerade laut Google. Und ich bin erst anderthalb Stunden unterwegs. Also, mal gucken. Mal gucken, was am Ende bei rumkommt. Auf keinen Fall. Ja, sieht aus, als müsste ich über eine Bundesstraße fahren. Keine Ahnung, ob man das da. Wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Wenn Google das sagt, dann mache ich das jetzt. Sind glaube ich nur 15 Kilometer. Kleine Pause bei Kilometer 50. Ich muss auf jeden Fall mein Trinken muss ich hier nachrüsten. Ich muss mich mal kurz stretchen, weil meine Waden gleich zumachen. Joke, ich bin topfit. Genau, einfach kurze Dehnpause, meinen Rucksack absetzen. Klarkommen und dann geht's weiter. Mann, Mann, Mann. Guckt euch das an, wie toll das hier ist. Mein Arsch tut weh. Macht immer noch Spaß. Habt ihr noch Lust? Kommt, los geht's. Ja, ich bin auf jeden Fall spät dran. Und ich glaube, das wird nichts mehr mit dem Hellen ankommen. Deswegen wird noch anstrengend. Ich bin bei Kilometer 55. Fuck, das wird richtig anstrengend. Ich bin immer gerade auf einer Baustelle. Durchfahrt verboten. Keine Ahnung, ob das eine Sackgasse wird. Wir lassen uns überraschen. Drückt mir die Daumen. Ich filme jetzt mal ein bisschen weniger und hau hier mal ein bisschen rein, damit ich auch schnell ans Ziel komme. Also bis später. Ja, hier ist gerade eine 30er-Zone und ich nutze im Moment, um mal einen kühlen Kopf zu bewahren. Um mal durchzulüften. Extrem schwül und heiß. Mir ist langweilig. Aber ich lasse euch jetzt mal weiter Musik hören. Musik, also Musik ab. Alles klar. Let's go. Der Untergrund ist Sand. Nur so, falls ihr mitleiden wollt. Let's go!
zum Teufel war das denn, ey? Ich sehe aus. Grüße. Moin. Jürgen. Ja, Regen. Das war nice. Aber der Regen tut wirklich gut. Weil das den Schweiß wegwischt. Hui, jetzt geht's richtig los erst. Ich bin bei Kilometer 72 übrigens, also. Jo, ihr seid ja immer noch da. Kurze Pause, ey. Mit der Karte bitte. Erstmal eine Mittagspause. So, ich habe hier den Premium Spot vom Lidl Parkplatz. Und jetzt gibt es erstmal einen Snack. Guckt euch das Premium-Essen mal an. Let's go. Zehn Minuten Pause sollen reichen. Ich habe aber immer noch dreistellig Kilometer vor mir. Let's go. 92 Kilometer noch. Immer noch gute Laune. Ich habe ziemlich sicher eine Blase an den Füßen von den Birkenstocks. Ja, ziemlich sicher doch. Aber das denke ich mir weg. Bis später. Ist richtig nice hier, wirklich. Macht richtig Bock. Bergfest übrigens. Fast 100 Kilometer sind voll. Insgesamt, wenn ich mich noch einmal verfahre, komme ich sicher auf 200. Will ich gar nicht. Auf keinen fucking Fall, wirklich. Aber auf jeden Fall Hälfte geschafft. Die ersten Krämpfe gehen los. Das wird dir mal richtig wehtun. Ja, aber ist halt so, ne? Pause! Einmal geile Aussicht. Es geht direkt weiter. Hier ist alles voller Mücken. Also doch keine Pause. So ist es live. Na, wie läuft's? Alles gut. Ah. Tut gar nichts weh, ist alles fit. Ah. So, 50 Kilometer noch. Ist das Zauberwort. Let's fucking go. Los geht's. Licht ist an. Kann losgehen. Oh man, man sieht es leider nicht mehr. Ich konnte es gerade nicht filmen,
weil ich auf der Landstraße war. Aber es war ein richtig geiler Sonnenuntergang. 40 Kilometer noch. Langsam. Boah. Langsam macht sich das im Körper bemerkbar. Boah, Sekunde. Also Konzentration. 40 Kilometer. Oh. Ja. So, ich glaube, das ist die letzte Story vor der Ankunft. Die Zeit geht nicht um, Leute. Der Endspurt ist echt ein kleiner Motherfucker. Aber gut. Endspurt, let's fucking go! 188 Kilometer und ich komme hier an. Was geht? Da ist ja einfach Max. Abgefahren. Guck mal, ich hab dir ein Bier mitgebracht. Nice. Herzlich willkommen. So, Endspurt, morgen geht's weiter.